So, dann ja, herzlich willkommen zu meinem letzten Vortrag. Irgendwie habe ich mir angewöhnt, heute dieses Mal jeden Tag einzuhalten. Und ja, diesmal wollte ich halt ein bisschen zu Politik und Open Source Brettspiele machen oder warum es meiner Meinung nach so wenig Open Source Hardware gibt. Ich würde gerne gerade zum Schluss vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, ob meine Einschätzungen, die ich jetzt in den ersten, ich schätze mal so 20 Minuten erzähle, wirklich passen oder ob jemand noch kreative Ideen hat, wie man dieses schöne Minenfeld so ein bisschen entschärfen kann. So, die Ausgangslage für mich und jetzt auch für den Vortrag ist halt irgendwie, wir haben eine kleine privat entwickelte Platine. Also ich rede jetzt nicht über die ganz großen politischen Entscheidungen, warum braucht man unbedingt Open Source Hardware oder auch die Varianten, wie kann ich wirklich meinem Computer, meinem Laptop trauen, wenn da drin irgendwelche undokumentierten Chips sind mit irgendwelchen Firmware-Blobs und ähnliches, sondern halt die ganz einfache Frage ist, ich habe irgendwas für mich, für irgendeinen Freund entwickelt und ich stelle jetzt irgendwann fest, das löst leider auch das Problem von anderen Menschen. Oder was heißt leider? Aber damit besteht jetzt auf einmal Bedarf, das Ganze irgendwie zu veröffentlichen oder unter die Menschen zu bringen, weil wenn dieses Problem auch von anderen Menschen löst, möchten diese Menschen ja irgendwie partizipieren. Und ich vermute mal, hier in diesem Umfeld ist es ja auch relativ normal, dass man sagt, ja, ich habe da eine Lösung, hier nimm sie doch, kostet mich ja nichts. So, okay. Meine erste Idee war jetzt mal zu gucken, okay, wie lizenziere ich denn das Ganze? Also ich vermute mal, wenn ich jetzt hier rumfragen würde, würde mir jeder spontan mindestens ein, zwei Lizenzen mindestens für Open Source Software nennen können. Ich denke mal so, das ist bei Open Source Hardware habe ich festgestellt, ist das deutlich schwieriger. Es gibt zum einen deutlich weniger Spezialisierte. Dann gibt es halt eben Leute, die sagen so sinngemäß, naja, es gibt nichts wirklich, was wirklich auf Hardware passt. Nimm einfach sowas wie Creative Commons oder eine einfache BSD. Was ich halt schon mal schwierig fand, rauszufinden, was passt denn jetzt wirklich? Und politisch insgesamt noch sehr schwierig finde, durch diese Lizenzsituation, naja, wie sieht das aus, wenn man es in sozusagen größerem Maßstab dann denkt, dieses Share and Remix, wenn die Lizenzsituation so ein bisschen diffus ist. Und für die Begriffsdefinition fand ich immer sehr schwierig, was ist jetzt eigentlich Open Source Hardware? Also was muss offen sein? Ist es bereits Open Source Hardware, wenn ich eine Platine entwickle, dann das KiCad-Projekt komplett veröffentliche und einfach sage, hier bedient sich jeder, der möchte? Oder ist das keine Open Source Hardware, weil da durchaus der eine oder andere IC drauf ist, wo ich keine Ahnung habe, wie der produziert wurde? Schrägstrich, der vielleicht sogar für vollständige Funktionen irgendwo noch einen Blob benötigt, also ein ESP32 fürs WLAN oder so. Und da ist dann so die Frage, wo ist jetzt wirklich dieser Punkt, ab wann ist es Open Source Hardware? Oder muss ich sogar gar wissen, wie der einzelne Widerstand potenziell gefertigt worden ist? So diese Abgrenzung fand ich jetzt persönlich politisch relativ schwierig. Aber ich habe dann einfach für mich erstmal pragmatisch gesagt, naja gut, mir ist die Lizenz jetzt nicht ganz so wichtig, machen wir einfach mal irgendwie eine einfache BSD oder so dran. Ich will es hier erstmal nur verteilen. Der ganze Rest interessiert mich nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Problem. Und das tut, in meinen Augen ist aktuell das mit der größte Hinderungsgrund. Weil diese ganz triviale Idee ist, naja, ich stelle einfach mal das KiCad-Projekt online oder was auch, womit man es auch sonst entwickelt hat, ist natürlich sehr naheliegend. Ist auch für mich natürlich das Einfachste. Ich mache einfach irgendwo so einen schönen Git-Push und jetzt sind alle Probleme gelöst. Ist natürlich auch für mich juristisch ganz praktisch, wenn irgendjemand Unsinn damit später macht. Ich bin fein raus, ich habe da ja nur irgendwie irgendwas online gestellt, was der andere damit macht. Aber es reduziert extrem die Anzahl der potenziellen Nutzer. Also alleine schon bei so einer einfachen Platine mit ein paar SMD-Bauteilen oder ähnliches, hat man natürlich die Anzahl der nu möglichen Nutzer stark limitiert. Ich weiß jetzt nicht, wer hier in diesem Raum, der vermutlich kein gesellschaftlicher Durchschnitt ist, spontan sagen würde, ja, eine Platine mit SMD-Bauteilen, so 0,4 mm Pin-Abstand ist kein Problem. Vielleicht, wer das sagt, bitte einmal aufzeigen. Oh, immerhin zwei Leute. Und ich glaube, das ist hier doch eine etwas atypische schon Quote. Das heißt, wir haben im Schnitt damit
ich würde mal schätzen, 90-95% der potenziellen Nutzer verloren, wenn man einfach sagt, ja, hier sind die Dateien, mach was raus. Und dazu kommt natürlich noch ein nächster, das ignoriert die Skaleneffekte und die habe ich persönlich, als ich das erste Mal mir die Sachen angeschaut habe, auch extrem unterschätzt, weil wenn ich das als selber per Hand mache, ist das ja fast egal, ob ich ein oder zwei Kosten skalieren, fast linear, die Platinen nicht ganz, aber Bauteile und ähnliches. Wenn ich jetzt aber das sage, ich will das irgendwie professionalisieren, weil nicht jeder hat eben die Lötausrüstung zu Hause rumstehen und ähnliches und man würde halt sagen, gut, dann geht das halt jedes Mal zum einen Auftragsfertiger. Und da stellt man überraschend fest, naja, ob ich jetzt eine Platine fertigen lasse oder 10, das macht bei den Gesamtkosten fast keinen Unterschied. Und dementsprechend kann man natürlich auch schlecht den Leuten einfach sagen, naja, hier nimmt diese Datei, lad die bei diesem Auftragsfertiger hoch, dann kriegt ihr halt für kleines Geld da diese Platine fertig gemacht, weil dieses kleine Geld kostet auf einmal ungefähr das Zehnfache von dem, was man zu Hause gerechnet hat. Wenn die Platine günstig war, auch mehr als das Zehnfache, weil die haben halt einen größeren Fixkostenblock drin zum Maschinen einrichten und ähnliche Sachen. Dann stellt man fest, okay, wenn das Ganze so schwierig ist, einfach nur mit den Plänen zu machen und einfach auch unlukrativ, wie sieht das denn aus, wenn ich denn jetzt einfach die Sachen irgendwie mal gebündelt fertig mache und dann irgendwie verteile, verkaufe, verschenke, wie auch immer. Und dann hat man gerade die Büchse der Pandora geöffnet. Ist zumindest mein Gefühl, nachdem ich versucht habe, mich mit diesem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Weil die physikalischen Güter bringen einen ganzen schönen Berg neuer Herausforderungen mit sich, von denen man vorher hoffentlich nichts gehört hat. Zum einen die ganz trivialen Sachen, die Sachen mit dem Geld. Ich muss das Ganze irgendwie vorfinanzieren. Weil ich jetzt auf einmal wirklich Güter durch die Gegend schiebe, brauche ich ein Gewerbe. Da ich das Zeug vermutlich versende, gibt es die Verpackungsverordnung. Für den Elektroschrott gibt es dann noch die WEEE-Verordnung. Dann gibt es noch diese komischen CE-Kennzeichnungen. Dann hört man hier oder da auf einmal noch was vom Produkthaftungsgesetz. Das klingt jetzt irgendwie auch wieder ganz gefährlich. Und stellt fest, naja, irgendwie muss man ja auch drüber nachdenken, wie man Logistik und Support macht. Also zumindest so, wer verpackt das, wann wird es verpackt, zur Post geschleppt, was ist, wenn es nicht funktioniert, wer kümmert sich darum, will ich das alles selber wirklich machen? Naja, gucken wir uns das Ganze einfach mal kurz an. Finanzierung. Es braucht halt irgendjemand, der das wirtschaftliche Risiko übernimmt, der einfach jetzt mal sagt, ja gut, ich lasse davon 50 oder 100 Stück einfach mal produzieren, kostet dann halt 5.000 Euro oder was auch immer und ja, verkaufe die dann, wenn es gut läuft, mache ich vielleicht Gewinn, wenn es schlecht läuft, mache ich Verlust, das Risiko nehme ich einfach auf mich. Dabei gibt es natürlich so die üblichen Probleme, ich muss auf einmal abwägen zwischen den Skaleneffekten. Wenn ich 100 oder 1000 Stück produziere, kostet mich das Stück weniger, als wenn ich nur 50 Stück produziere. Andererseits, wenn ich natürlich 1000 Stück auf der Halde habe, muss ich halt irgendwie statt 5000 Euro 50.000 Euro erstmal haben. Und wenn ich feststelle, verdammt, es haben zwar vorher ganz viele aufgezeigt, die das haben wollen, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, es zu bezahlen, dann habe ich auf einmal irgendwie Hardware für 50.000 Euro irgendwo rumliegen und kann damit Domino spielen oder ähnliche Dinge. Dazu kommt auch derjenige, der dieses Risiko auf sich nimmt, wird, zumindest so wie ich das verstanden habe, immer auch der juristische Inverkehrbringer innerhalb der EU. Das heißt, der ist auf einmal zuständig dafür, dass die ganzen Gesetze da drumherum irgendwie eingehalten werden. Das, was ich eben aufgelistet habe, komme ich gleich nochmal ein bisschen zu. Und das zieht irgendwie so einen kleinen Rattenschwanz auch wieder nach sich. Fangen wir aber von den ersten Sachen an, nämlich mit dem Ende des Produktlebens. Die ganzen Sachen rund um Abfall. Da stellt man fest, dass sowohl für das Recyceln der Elektronik als auch der Versandverpackung gibt es Sammelsysteme. WEEE. In Deutschland durch die Stiftung EAR abgedeckt, für den Elektroschrott, das Verpackungsgesetz über die zentrale Stelle Verpackungsregister. Ich finde das grundsätzlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine total tolle Idee, dass man den Elektroschrott sammelt und auch von mir aus, dass die Hersteller dafür zahlen.
Nur die Umsetzung ist vielleicht für so kleinere Sachen verbesserungsfähig. Zum einen, wir haben ja den gemeinsamen EU-Binnenmarkt. Naja, die Sachen gibt es für jedes EU-Land einzeln. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur in Deutschland vielleicht die Sachen verschicke, weil wenn man sich allein schon hier umguckt, findet man, glaube ich, gefühlt die halbe EU, dann darf ich mich auf einmal mit 10, 12 oder noch mehr Ländern rumschlagen, wo ich mich einzeln anmelden, registrieren muss und ähnliche Sachen. Und ich habe mir das zumindest nur mal für Deutschland angeschaut und festgestellt, das will ich eigentlich noch nicht mal nur für Deutschland, geschweige denn für die ganze EU machen, wenn ich nur so ein paar Stück verkaufe. Weil die Kosten in Deutschland für Verpackungen, das geht fast nur nach Menge. Da gibt es Dienstleister, die einem auch den ganzen Papierkram abnehmen, kostet so ab 50 Euro im Jahr. Das kann man sich noch erlauben irgendwie, wenn man halt sagt, ja gut, ich verkaufe 10, 20 Stück im Jahr. Das kriegt man vielleicht noch irgendwie reingemogelt. Ab so 100 Stück im Jahr oder so ist das schon fast irgendwie, geht's im Rauschen unter. Beim Elektroschrott sieht das Ganze etwas anders aus. Mal von ab, dass das Prozedere, was man irgendwie machen muss, damit irgendwelchen Bankbürgschaften hinterlegen und ähnliches, schon rein organisatorisch hochgradig abschreckend wirkt, scheint das sehr hohe Fixkosten zu haben. Wenn man nicht riesige wirtschaftliche Risiken aufnehmen möchte mit, hier ist ein Container, Altgeräte, bitte entsorge den innerhalb von 3 Tagen. Ach ja, der Container steht natürlich nicht in der Nachbarschaft, sondern irgendwo in Deutschland. Deshalb muss man mit Dienstleistern und die Gebühren für die Stiftung EAR und ähnliches, kam ich, wenn ich es richtig zusammengeschätzt habe, auf etwa 1.000 Euro im Jahr reine Fixkosten. Im ersten Jahr noch ein bisschen mehr, in den Folgejahren glaube ich ein bisschen weniger, aber so als Daumenregel. Und wenn man sich jetzt nur überlegt, so eine Handvoll Geräte zu verkaufen oder ähnliches, weil man weiß, es gibt ja ein paar Leute, die das interessiert, naja, 1.000 Euro im Jahr auf ein paar Dutzend Verkäufe umlegen, das wird, tut schon deutlich weh. Man merkt einfach auch, dass das WEEE einfach für die Großen gemacht wurde, nur mit den Großen gesprochen wurde. Jede weitere Tonne Elektroschrott zu entsorgen, kostet, glaube ich, ungefähr 40 Euro. Wenn man jetzt überlegt, so eine kleine Platine mit ein bisschen Gehäuse drumherum wiegt vielleicht 100 Gramm oder so, dann sind das jetzt, reden wir jetzt im Cent-Bereich, die jede weitere Platine kostet. Das heißt, ich habe einmal diesen Fixkostenberg und wenn ich anfange, 100.000 Platinen zu verkaufen oder im Millionenmaßstab, dann interessiert mich das nicht. Das Problem ist, ich werde keine Millionen Platinen verkaufen. Und das ist irgendwie so die Frage, ja gut, ist irgendwie blöd. Jetzt könnte man natürlich auch vielleicht ganz blöd sich stellen und dann sagen, ignoriere ich das. Das Problem ist, es gibt da eine sehr aktive wohl Abmahn-Community in dem Bereich schon. Und es gibt auch da sehr interessante Strafen. Das heißt, ob man das wirklich, ne, Mut zur Lücke machen möchte, ist so, sobald man, denke ich mal, etwas publik geht, mutig. Dann findet man so Sachen, wenn man noch ein bisschen weiter googelt, sowas wie das Produkthaftungsgesetz. Da steht dann drin, dass man für Sach- und Personenschäden, auch Folgeschäden, in Höhe von bis zu 85 Millionen haftet. Wenn man auch ein bisschen weiter liest, stellt man fest, naja gut, wenn man ein komplettes durchzertifiziertes Qualitätssicherungssystem hat, Anleitungen in alle möglichen Sprachen übersetzt und so weiter und so fort, kriegt man halt davon viele Haftungsrisiken wieder los. Aber ich denke mal, so irgendwie so eine, ich sag mal, Hobby-Kleinserie hier irgendwie im weitesten Sinne Chaos-Umfeld oder so, die Anforderungen kriegt man nicht in der Realität erfüllt. Und da ist natürlich dann auch so die Frage, ja gut, was macht man damit? Komme ich später zu, wie es man eventuell das da ein bisschen drumherum kommen kann. Ähnliches Spielchen auch wieder die CE-Kennzeichnung. Auf den ersten Blick ist die CE-Kennzeichnung total toll. Das ist eine Selbsterklärung, das heißt, ich muss erstmal dafür nichts machen. Ich muss einfach nur den Sticker draufkleben und eigentlich ist das schön. Das Problem ist, wenn irgendjemand feststellt, dass dieser Sticker nicht so recht draufgeklebt wurde, gibt es wieder das Spielchen mit Abmahnungen, Strafen und ähnliches. Und das Schöne ist, es gibt für die CE-Kennzeichnung eine ganze Reihe von Richtlinien und der Inverkehrbringer, schrägstrich Hersteller, ist dafür selber verantwortlich, erstmal rauszufinden, welche davon für einen selber gültig ist.
Und dann gibt es noch in diesem ganzen Bereich Grauzonen, wann das überhaupt wirklich notwendig ist. Also es gibt zum Beispiel in einer der Richtlinien steht drin, das ist erst notwendig bei einer vollständigen Maschine. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was ist eine vollständige Maschine? So, kann ich vielleicht dann die CE-Sachen umgehen, indem ich einen Bausatz verkaufe? Und wie bausatzig muss dann der Bausatz sein, damit es wirklich ein Bausatz ist? Und das ist halt auch so ein Punkt, das wird schon ein bisschen in meinen Augen schwieriger, da herauszufinden, was will man wirklich. Ja, dann natürlich die Logistik- und Support-Sache. Das klingt immer auf den ersten Blick total einfach. Ja gut, dann irgendwie bestellt dann jemand, tüte ich eine Rechnung ein, Paket bringst du zur Post. Wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, ist natürlich wirklich die Frage, will ich mir das antun? Ich gehe auch mal in Urlaub, dann ist irgendjemand vielleicht enttäuscht, dass es jetzt 3 Wochen dauert, bis er sein Paket bekommt. Und dazu kommt halt, keiner mag Support. Und zumindest eine gewisse Menge an Support ist ja fast unmöglich zu vermeiden. Weil es gibt halt Leute, die sagen, das ist doof, Fernabsatzgesetz, hier schicke ich es zurück. Oder sagen, das Ding ist defekt. Da muss man ja zumindest mal irgendwie angucken, ob es wirklich defekt ist oder ob der Nutzer nur zu blöd ist, das Ding irgendwie zu nutzen. Aber das muss man halt auch irgendwie einkalkulieren, dass man da drin Zeit versenkt. So, und dann komme ich jetzt schon mal zu den Hacks, die ich so gefunden habe. Das eine war so ein bisschen halt eben versuchen, durch die Gestaltung die Produkthaftung schrägstrich CE zu umgehen. Also das ist ja so der Punkt, das sind fertige Produkte und je mehr der Anwender sozusagen das Ding modifiziert, desto weniger kann man selber in der Haftung sein. Das heißt, was ist zum Beispiel eine Möglichkeit? Na gut, ich verkaufe nur die Platine. So, und zwar keine Firmware drauf. Die Firmware muss halt sich Nutzer irgendwo zufällig aus dem Internet finden, selber drauf flashen oder ähnliches. Da hat er selber kompiliert, aufgebracht. Was kann ich dafür, dass der zufällig aus dem benachbarten GitHub-Repo was gefunden hat, was er jetzt aufspielt? Ist jetzt schon wieder die Frage, wie grauzonig ist das? Aber das ist schon so eine der Sachen, die man halt hin und wieder liest. Je mehr der Nutzer machen darf, also je weniger serienmäßig das Ding macht, wenn es serienmäßig nichts nach außen macht, ist alles toll, weil dann kannst du ja auch den Nutzer nicht schädigen. Und ein Ding, was nichts macht, naja, da ist das Risiko für Produkthaftung recht überschaubar. So ein Backstein, den Nutzer irgendwo hinlegt, wird selten Brand verursachen oder ähnliches, ist eigentlich relativ harmlos. Auch bei CE sieht das ja ähnlich aus, wenn man so reinguckt, ne, vollständige Geräte oder Maschinen. Das heißt, da gibt es durchaus Optionen, scheinbar so ein Graubereich zu finden. Aber natürlich ist jetzt natürlich die Frage, das schränkt natürlich wieder den Kreis der Anwender an. Je mehr ich das sozusagen gezielt kaputt mache, desto mehr Know-how setze ich die natürlich wieder beim Anwender voraus. Wenn ich jetzt wirklich eine fertige Platine mit Firmware und ähnliches habe, muss der Nutzer das irgendwie anschließen, vielleicht ein paar Parameter in der GUI setzen oder ähnliches und er ist glücklich. Wenn ich eine Firmware gebe, nicht nur eine Firmware, nur eine Platine, keine Firmware, keine Stecker, kein Gehäuse und ähnliches, dann brauche ich halt eben Nutzer, der zumindest weiß, wie er die Firmware drauf flasht, wie er das auch dann verifiziert, dass es funktioniert hat, der vielleicht irgendwo jemanden hat, der noch einen 3D-Drucker hat für ein schönes Gehäuse, dass es irgendwie in der Realität wirklich nutzbar wird und ähnliches. Das ist halt eben so ein Punkt, schränkt halt stark den Kreis der Anwender an. Für WEE und Logistik, da habe ich bislang nur 2 Sachen gefunden. Das eine wäre halt sowas wie einen freundlichen Dienstleister finden, der halt auch sagt so eine Auflage für 50 Stück oder so können wir machen und dann übernehme ich halt auch die WEE-Registrierung und ähnliche Sachen. Das ist so eine Möglichkeit. Oder zwar noch ein bisschen in die Zukunft, aber sowas wie die Mitglied in der Hacker-EG werden, da ist ja auch mit die Idee, solche, ich sag mal, organisatorischen Schmerzen, die gerade mit so Einmalkosten verbunden sind, halt irgendwie so zu zentralisieren und dann halt
das Problem damit so auf viele Schultern zu verteilen und damit deutlich handhabbarer werden zu lassen. Auch noch eine Variante, vielleicht nicht immer ganz praktikabel, ist, naja, ich verkaufe nur an Kunden außerhalb der EU und vielleicht verkauft irgendjemand noch außerhalb der EU an die Kunden innerhalb der EU. Das klingt jetzt auf den ersten Blick völlig schwachsinnig, ist es in meinen Augen auch, aber solange der Endkunde ein einzelnes Gerät importiert, wird er nicht formal in Verkehr bringen, weil das gilt halt erst in dem Moment, wo es der Importeur weiter veräußert, das Gerät. In dem Moment kommt halt wieder der ganze Stapel an Vorschriften und Ähnliches auf einen zu. Genauso, wenn ich an keinen einzigen Kunden innerhalb der EU verkaufe, muss ich mir ja noch keine Sorgen darüber machen, wie das Gerät innerhalb der EU entsorgt werden kann. Und das ist halt wirklich auch durchaus eine Option, eventuell die Sachen halt mehrmals über einen großen Teich zu schicken oder ähnliche Sachen. Da werden zwar nur die Logistikunternehmen von reich, aber man schafft halt eben, da rauszukommen. Wichtig ist aber wirklich, dass die Geräte physikalisch die Grenzen überqueren. Einer hatte mal aus Spaß gesagt, ja, was ist, wenn du mir die Sachen verkaufst und ich beauftrage dich, die Logistik zu machen. Die Idee fand ich total toll, aber das hat scheinbar jemand vorhergesehen und diese Fälle sind raus. Also was juristisch gesehen, zumindest wie ich das verstanden habe, vollkommen in Ordnung ist, ich produziere, verkaufe die Sachen außerhalb der EU. Irgendjemand außerhalb der EU beschließt zufälligerweise 10, 20 Stück zu kaufen und verkauft die dann mit, keine Ahnung, Versandkostenzuschlag zurück an Leute in der EU. Nicht, dass das irgendwo sinnvoll wäre, also gerade wenn wir über CO2-Bilanz und Ähnliches sehen, wenn das Ding irgendwie mehrmals um die Welt wandert. Aber es scheint halt durchaus eine Option zu sein, wenn man halt entsprechend kleine Mengen hat, um das Ganze trotzdem halbwegs legal hinzukriegen. Ja, damit bin ich auch mit meiner kleinen Weltreise durch die Verordnung, die mich erstmal erfolgreich so ein bisschen erschreckt hat, durch. Und ich würde einfach gerne mal fragen, ob jemand noch andere Ideen, Hacks hat oder irgendwelche Kommentare dazu. Wie machen wir es? Geht ein Mikro dahin oder soll ich wiederholen? Okay, ich sehe, ein Mikro fängt an zu wandern. Ja, ich hatte vor kurzem selber das Problem mit CE-Kennzeichnung. Und ja, dann hat man, irgendwann wusste man auch nicht mehr und dann haben wir uns für eine Beratungsfirma entschieden. Und der Graubereich scheint wirklich sehr, sehr klein zu sein, was du machen kannst. Also du kommst eigentlich nicht wirklich raus. Also CE wirst du immer irgendwie machen müssen und im Zweifelsfall, dann ist es keine Maschine, aber Niederspannungsrichtlinie, da kommst du nicht drum rum. Okay, also das scheint CE also sozusagen fast immer zu beißen. Ja, wenn sonst jetzt keine Fragen und Kommentare sind, wünsche ich noch viel Spaß für die letzten, was haben wir noch, eine gute Stunde, anderthalb Stunden und ansonsten erlebt den Kontakt mit der realen Welt am Montagmorgen wieder gut.